Dass sie eine Stimme hat, das wussten wir schon lange. Jetzt zeigt sie auch, dass sie sehr, sehr gut aussieht. Das war Lisa Stansfield 1991. Die Band, die jetzt kommt, die gehört schon seit langem zu den erfolgreichsten deutschen Bands im Ausland. Jetzt haben sie es bei uns auch seit einiger Zeit schon kräftig geschafft. Doppelparty, ausverkaufte Stadien. Hier sind sie, die Scorpions.